Mal für 3 Wochen aus Köln. Wir fahren gerade über den Rhein rüber Richtung Düsseldorf, denn es geht zum Flughafen. Ich werde heute über Abu Dhabi bis nach Seoul fliegen, in die Hauptstadt von Südkorea, wo mein Bruder für 6 Monate war mein Bruder da, im Rahmen eines karitativen Projektes. Und jetzt zum Abschluss sozusagen seiner Zeit dort werde ich ihn besuchen und wir werden noch gemeinsam ein bisschen durch Asien reisen. Ich bin wie immer ein bisschen spät dran, deswegen auf geht's zum Flughafen. Flugzeug schon mal geschafft, sehr nett hier auf jeden Fall. Es ist ein relativ neues Flugzeug hier, das ist ein Boeing 787 Dreamliner und dementsprechend neues auch fürs Interieur. Sehr modern alles gemacht, gefällt mir voll gut. Wir haben auch jeder hat so eine eigene Kapsel, selbst in der Mitte so, dass man hier so sehr privat unter dem typischen 787 Dreamliner. Ja, Verdunklungsfenster, das heißt, hier kannst du nichts runterziehen oder so, sondern damit macht man das dann so richtig dunkel, wenn man mal lange drauf drückt. Und anscheinend kann man es vom Cockpit aus fernsteuern, das heißt, erst wenn man in der Luft ist, kann man es runter machen. Und auch im Gegensatz zu Emirates, damit bin ich ja geflogen, als wir nach Mauritius sind. Da war alles halt noch so ein Ticken luxuriöser, noch so prunkvoller, aber halt auch so, ja, überladen. Also ich finde das hier viel cooler. Das ist so ein bisschen zurückhaltend. Also das hier ist so das Fancyeste, was hier drin ist. Aber sehr, sehr nice alles gemacht. Also gefällt mir gut. Allein der Tisch, der passt hier so perfekt hin und nimmt halt aber relativ wenig Platz weg, weil er komplett rein kann. Also beziehungsweise im Endeffekt nimmt da gar keinen Platz weg. Und stabil, normalerweise ist das immer so ein Wackelding. Also das ist ganz hohem Niveau meckern, beziehungsweise in dem Fall hier loben. Das sind so Kleinigkeiten, die hier einfach echt gut machen. Aber genug Airline-Review, Leute. Ich habe es auf jeden Fall jetzt geschafft. Also in den ersten Flug rein. Es geht hiermit nach Abu Dhabi. Ungefähr 8 Stunden, wenn wir fliegen. Hier sieht man es gerade, Leute. Ja? Hier Abu Dhabi, überall in die ganze Welt geht es eben. In Abu Dhabi habe ich dann ungefähr 3 Stunden, bevor es dann nochmal ungefähr 8 Stunden weiter nach Korea geht. Bin extrem gespannt, meinen Bruder zu treffen, wie er die ganze Zeit da eben gelebt hat. Wir werden auch direkt in Südkorea snowboarden gehen, das hat er sich gewünscht. Und zusammen mit Nitro, weil die haben ja eben Vertrieb überall auf der Welt. Da haben wir das klar gemacht. Das heißt, wir müssen nicht mehr so was Sachen mitnehmen, sondern die stellen uns alles vor Ort direkt dahin und leihen uns das für die 2 Tage da aus. Also perfekt. Dann müssen wir weiter nach Japan gehen, nach Tokio, Kyoto. Dann fliegen wir nach Bangkok, Phuket, Phnom Penh. So ist das die Hauptstadt von Kambodscha. Ganz asiatische Namen, Leute. Das wird noch schwer, die alle ordentlich auszusprechen. Und am Ende noch Singapur. Das ist sozusagen die ganze Reise, auf die ich eben mit meinem Bruder gehe. Einmal quer durch Asien. Und es ist auch der erste längere Trip, den ich nur mit meinem Bruder zusammen mache. Die Idee dazu hatten wir, glaube ich, schon fast vor einem Jahr. Also sobald feststand, dass er das hier macht hier in Korea, war dann direkt die Idee, so im Nachhinein, im Anschluss zu zweit das Ganze ein bisschen Asien zu bereisen. Und jetzt machen wir es endlich. Sehr, sehr cool. Ich habe gerade noch Kati Tschüss gesagt. Der ist 3 Wochen eben weg. Aber es hält sich schon auf, würde ich sagen. Kann sich auch mal ein bisschen entspannen. Wie immer bin ich ein bisschen müde, weil ich im Vorproduziert habe in den letzten Wochen. Gab auch wieder einiges an Stress, weil Minecraft einmal nicht mehr funktioniert, also irgend so ein Bug. Aber jetzt kann ich erstmal die knapp 8 Stunden hier an Bord entspannen, ein bisschen Schlaf aufholen und ich weiß auch schon, was ich essen werde, Leute. Filet-O-Beef with purple potatoes, baby carrots, spinach and tuna juice. Nice. Nicht geflogen bin. Ich muss sagen, es war einer der besten Flüge, auf dem ich hier war. Direkt im Flughafen duschen zu können, ist so gut. Fühlt sich einfach gut an, wieder unterwegs zu sein. Ich war jetzt ja gut einen Monat in Deutschland, habe viel im UFO gemacht, bin endlich da eingezogen. Und das war alles eine coole Zeit. Ich habe mich einfach auch gefreut, mal wieder längere Zeit in Deutschland zu sein, um auch voranzukommen einfach.
Und dann melde ich mich nochmal hier kurz aus dem UFO. Ich bin hier gerade mal wieder mit Ferit von Solidholz. Hi, Ferit erstmal. Hallo Leute. Wir haben hier gerade geplant und geplant. Du möchtest es gar nicht zeigen, ne? Ja, das habe ich jetzt nur so. Ich finde das voll cool, Leute. Wir haben nur mal eben schnell gekritzelt, sagt der Ferit. Aber ich finde das richtig gut. Das hier ist die Zeichnung, mit der wir jetzt hier sozusagen rausgekommen sind am Ende. Wir haben einiges angeguckt, die ganzen Hashtag UFO Felix Sachen, die ihr mir auf Twitter geschickt habt, zu der Kommode eben. Also zum Beispiel das hier von der guten Lia, da haben wir viel Inspiration von genommen. Hier auch mit dem Spind und mit der Glasvitrine, sehr cool oben. Was Ferit dann noch rausgesucht hat hier, das hat er mir sogar auf Twitter geschrieben, ist diese Vitrine hier eben, damit man Beleuchtung und die Kameras rein. Du kannst sowas in der Art dann sozusagen hier für oben nehmen. Also da sind echt viele coole Sachen dabei gewesen, die wir uns hier angeguckt haben. Auch dieser Kamerascheinwerfer, der ist jetzt am Ende nicht geworden, aber auch sehr, sehr cool gewesen, der uns da auf Twitter geschickt wurde. Ich sehe gerade leider nicht den Namen. Oh, vielen, vielen Dank für den, der das geschickt hat. Super cool, diese ganzen Ideen. Und hier vorne kommt das Ganze ja hin. Ne? Wir haben jetzt gerade alles ausgemessen. Ja, es wird, glaube ich, 2,15 Meter sein. Schauen wir doch mal, was wir da... Also hier nicht meckern, das ist jetzt nur so eine... nur so rumgekritzelt, ja. Da werden wir Schubladen machen, da machen wir eine Tür, hier auch eine Tür, hier eine Schublade. Hier machen wir dann so ein Fach. Da kommt also ein großes Fach auf, das hatte ich schon mal vorgestellt, Leute, dass man sozusagen so aufklappen kann. Und darunter sind alle Akkus, hier kommen ganz viele Steckdosen rein, ist alles sozusagen perfekt organisiert. Der Kühlschrank, ja, der hier in der Ecke steht, der kommt wohin? Da. Rechts haben wir oben ein eigenes Fach. Noch eine Schublade neben den Spind und Und hier oben, das wird eben beleuchtet, was er hier gezeigt hat. Also das wird, glaube ich, das wird richtig cool. Da kommen die ganzen Kameras rein, eben alles beleuchtet. Die kann man dann also steuern per WLAN. Über WLAN, genau, kann man jetzt nicht das steuern, ja. Also das wird, glaube ich, sehr, sehr fett alles. Vielen Dank, Ferit. Ich freue mich schon darauf, wenn das alles hier hinsteht. Ich glaube, es wird mit der Zeit knapp, aber ich schaffe das schon. Da muss man mal gucken, wann du genau aus Asien zurückkommst. Ja. Ihr wisst ja, Leute, ich fliege jetzt gerade nach Asien und wenn und jetzt hast du sozusagen ein bisschen Zeit. Ja. Wie lange bleibst du da? 3 Wochen bin ich weg. Ja. Dann bin ich nochmal eine Woche da, dann bin ich nochmal eine Woche weg. Bist du eine Woche weg? Aha. Also entweder 3 Wochen oder 5 Wochen, was dir besser passt. 5 Wochen. Dann machen wir Wenn ich die Wahl habe, 5 Wochen. Dann machen wir 5 Wochen. Ja. Dann hast du einen Ticken mehr Zeit und wird es richtig cool. Weil das, ich glaube, also dieser Entwurf sieht schon so gut aus. Ja, Leute. Das ist das Beste, was man eigentlich so auf die Schnelle machen kann. Das ist, das verkaufe ich auch hier, das ist, da unterschreibe ich auch, das ist ein Picasso. Also nicht meckern, das ist halt nur so ein bisschen hingekritzelt. Nee, das ist super cool. Da werden bestimmt jetzt Kommentare kommen, was hat der da hingekritzelt? Ah, glaube ich nicht. So sieht halt, weißt du, jeder hat seine eigene Arbeitsweise auch, weißt du. Und das ist halt, finde ich cool, dass so als Tischler sozusagen, dann fängst du einfach mit so einer Bleistiftzeichnung an, machst alles so fertig und am Ende ist das hier, steht einfach in Holz, in Metall, mit Glas, hier fertig mit Licht dran. Und das wird, glaube ich, mega. Ich halte dich auf dem Laufenden, wie das weitergeht. Wenn du mir auch mal was rüberschickst, irgendwie von schon Fotos oder Videos von der Produktion, kann ich dir auch mal in den nächsten Videos, in den nächsten Vlogs noch zeigen. Ja, das mache ich. Und wenn er hier ankommt, Leute, dann seid ihr natürlich auch wieder dabei. Jetzt, seid gespannt. Genau, seid gespannt. Jetzt switchen wir wieder schnell zurück zum Flughafen oder wo auch immer ich gerade bin. Aber irgendwie, ich bin jetzt ja gerade erst seit ein paar Stunden praktisch unterwegs, habe ich wieder so ein Gefühl, was ich häufig auf Reisen habe, dass man nochmal so neue Energie bekommt und eben weiß, dass man 3 Wochen lang unterwegs, jeden Tag kommt irgendwas Neues. Man sieht Neues, erlebt Neues. Ich halte es die ganze Zeit auf der Kamera fest, teile das dann mit euch in den Vlogs. Und das habe ich ein bisschen vermisst, muss ich sagen. Die letzte größere Reise war ja nach Afrika und das war im Oktober. Das klingt jetzt nicht so lange her, aber für mich ist das echt eine lange Zeit. Einfach auch, weil von all dem, was ich auf YouTube mache, Travel-Vlogs so das sind, wo ich am meisten kreativ aufgehe, wo ich am meisten Leidenschaft reinstecke und so weiter. Deswegen ja, ich freue mich einfach. Ich hoffe, ihr auch auf die nächsten 3 Wochen. Ich versuche euch möglichst coolen Content zu bieten. Ich versuche euch all das, was ich erlebe, eben möglichst cool in Videos rüberzubringen. Wir sind jetzt gerade noch in der Lounge. Ich finde sie ganz gut, muss ich sagen. Besser als die in Dubai, wo wir ja vor ein paar Wochen mit Kack zusammen waren, als wir nach Mauritius geflogen sind. Und die Lounge da von Emirates war halt extrem groß. Die größte, die ich je gesehen habe. Aber alles halt so sehr verteilt. Die ist ein bisschen kleiner, weiß nicht, ob man es so sehen kann. Also das Ende kann mir auch nicht sehen, ist für eine Lounge auch schon ziemlich groß. Aber ich muss sagen, das Essen ist einfach sehr gut. Auch wenn ich mich mal wieder nur für was Kleines entschieden habe. Hier schön Hummus, bisschen Gemüse, bisschen Brot und Schokoladen. Das esse ich jetzt noch auf und dann geht's auf die letzten 7 bis 8 Stunden nach Korea. Danke sehr, wenn ich hier bleibt. Nächstes Flugzeug ist ein A340, kein 787 Dreamliner mehr. Das ist ein bisschen ältere Business Class, wahrscheinlich ähnlich über Air Berlin dann. Aber egal, Leute, jetzt werde ich eh nur noch schlafen. Geschafft an Bord, das ist richtig krass schon mal. Es sind einfach praktisch nur Koreaner in diesem Flugzeug. Also man merkt direkt schon mal, wo wir hinfliegen, während halt der Flug aus Deutschland nach Abu Dhabi, aber nicht nur Deutschland, das war auch sehr durchmischt. Aber hier noch Korea halt
Also, sind um diesen Flug alles, was ich hier gerade sehe, nur Koreaner. Wie ich gesagt habe, der Sitz ist natürlich ein bisschen älter, alles immer noch sehr, sehr gut. Aber wenn man halt diesen neuen von denen gesehen hat, aus Dreamliner, den haben wir auch im A380, der ist halt eine ganze Ecke nochmal besser. Und ich Platz hat man ja auch, Leute. Aber solange ich schlafen kann, ist eh alles gut. Ich beende meinen Vlog an dieser Stelle, denn. Good evening, ihr habt es gehört, weil es ist schon Abend. Und wenn wir morgen ankommen, ist es früh morgens. Und dann beginnt der erste Tag von Korea. Das seht ihr dann im nächsten Vlog, wahrscheinlich morgen schon, wenn ich schnell schneide. Ich freue mich mega drauf, meinen Bruder endlich wieder zu sehen nach einem halben Jahr. Und ja, ich hoffe, ihr hattet einen coolen Vlog. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, drückt einen Daumen nach oben. Und bis morgen. Macht's gut. Ciao.